War knapp. Kram bewegt sich hierher. Bleib da. Ja, Vater. Drüben. Mimir, wie stehen die Chancen, dass Tyr in dieser Mine eingesperrt ist? Dürrlin ist vielleicht genauso gut in Schuss wie dieser Kran, aber ich glaube nicht, dass er uns täuschen würde. Du glaubst, der Junge vertraut zu schnell. Er möchte sich jetzt beweisen. Das trübt seinen Verstand. Ja, ich weiß, dass du ihm mehr zutraust als das.
Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied. Nun, Tor. Wir gehen weiter. Ich glaube, das ist es. Das ist die Mine. Interessant. Allerdings können wir damit gerade nichts anfangen.
Vorsicht! Achtung! Hinter dir! Sieht aus, als wäre der Haupteingang in der Mine versperrt. Aber es muss einen Weg geben. Vielleicht durch die Höhle. Hier entlang. Gut, keine Sackgasse. Komm, sehen wir uns das an. Go! Oh, ich schon wieder. Hey, von dir! Kommen die alle nur her? Es riecht hier auf jeden Fall wie in einer Mine. Ich glaube, ich kann auch das Wasser hören. Langsam, Atreus. Sei vorsichtig. Mach dich bereit. Ich weiß, woher diese Scheusale kommt. Sie werden dich schnell überwältigen. Bleib bei mir. Linke Seite, Kratos! Links von dir! Achtung! Hinter dir! Hinter dir! Vorsicht! Sie ist tot! Kümmern wir uns um den Rest von dir! Das waren alle. Ihr Gestank ist wirklich widerlich. Ein kleiner Preis dafür, dass wir sie stören. Gehen wir weiter. Go over! Vielleicht können wir mit dem Boot tiefer in die Mine. Versuchen wir es.
leid. Ich weiß, du hast Nein gesagt. Aber es lässt mir keine Ruhe. Wir kämpfen die ganze Zeit gegen die Bösen. Wieso machen wir das nicht zusammen mit Tyr? Wir kennen ihn nicht. Wir haben seine Schreine gesehen. Er ist ein Anführer und hat sich Odin gestellt. Wer das schon einmal gemacht hat, wieso nicht nochmal? Bilder von vor langer Zeit erzählen nicht die ganze Geschichte. Das ist eine Tyr. Wir sollten da nach Tyr suchen. Er muss in der Nähe sein. Ich hab das Gefühl, dass du irgendwie wütend auf mich bist. Seit wir in Svartalfheim sind, hast du mich dauernd kritisiert. Wenn du nicht an meine Führung glaubst, sag es einfach. Nicht deine Kompetenz steht hier in Frage. Aha. Und was heißt das? Denk über deine Absicht nach. Ist riesig. Der Baum muss ewig gedauert haben. Noch eine Tür. Die müssen wir auch überprüfen. Durlins Anweisungen sagen nicht welche. Nein, wir sind hier allein. Deine Frage vorhin, nach meiner Absicht. Ich will dem Kriegsgott helfen, Odin aufzuhalten. Und dazu muss ich ihn aus dem Gefängnis befreien, in dem er sich befindet. Seid vorsichtig, Freunde. Sindri? Und gebt Acht, wenn ihr das Ding verlasst. Ein Fuß nach dem anderen. Da liegen überall rostige Nägel rum. Hast du Zeichen von Tyr gesehen? Als hätte ich ja wirklich einen Überblick. Nein, ich bin sicher, das schaffst du schon allein. Ich weiß nicht. Das Wasser sieht ziemlich klar aus. Ja, sieht. Ich helfe gern. Feuer desinfiziert auch. Die sind also sehr hygienisch. Da sitzt jeder Treffer. Deine Gegner sterben schmerzlos. Fast. Das bringt Schmerzen. Ich brauche keinen Dank. Ich feuere die Schmiede an. Das könnte mein bestes Werk heute sein.
Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Kratos? Passt gut. Das könnte mein bestes Werk heute sein. Soll's was Bestimmtes sein? Pass auf deine Rüstung auf, dann passt sie auf dich auf. Wow, das ist wunderschön. Skalva! Schau, gleich da drüben ist deine Tür. Da könnte Tier sein. Wer das geschrieben hat, hatte ein Auge fürs Detail. Das Wasser fließt nicht. Oh, an der gefrorenen Stelle fließt das Wasser über. Das hilft uns. Skalva! Klingt, als sei das Wasser jetzt in Bewegung. Was jetzt? Es hat geklappt. Auf zur Tür. Los! Tyr? Na, hier scheint Tyr jedenfalls gerade nicht zu sein. Er muss hier irgendwo sein. Diese Mine ist riesig. Atreus, bei was genau willst du Odin aufhalten? Du sprichst, als kennst du seinen Plan. Den kenne ich nicht. Deshalb sind wir... Brüder! Mit dem Finnwulwitzer-Einbruch und Ragnarök vor der Tür wird Odin zu allem entschlossen sein. Was auch immer er planen mag, es wird sicher niemand außer ihm selbst davon profitieren. Ganz genau.
noch eine Tür. Vielleicht ist er dort. Was erfahren? Oh, zum Glück haben wir nachgeschaut. Was denn? Ich will dich nicht entmutigen, aber das ist eben eine Mine. Mimir, das ist entmutigend. Habt ihr das dort gesehen? Oben links, hinter dem Kran, ist eine kaputte Tür. Wollt ihr hier fliehen? Sehen wir nach. Betrieb sein. Fast geschafft. Wieder. Da ist noch eine Tür. Machen wir den Weg frei und sehen nach. Wie war dir? Erwischt!
hinter dir! Gib! Mal auf zur Tür. Den Weg können wir wohl nicht nehmen. Eine Statue. Für die Asen gemacht. In der Tat. Und dann von Altjof, dem Dieb, gestohlen. Unglaublich.
Das überfließende Wasser treibt den Kran. Raffini. Wir werden im Nu da oben sein. Gut. So fließt das Wasser weiter über die Seiten. Geschafft! Los, fahren wir mit dem Aufzug. Tier muss nah sein. Gut, Gedankenspiel. Wie muss sich Tier in dieser Mine wohl fühlen? Wäre ich von Odin eingekerkert und dann endlich frei? Odin stände ganz oben auf meiner Liste, aber ich würde einfach nur irgendwas bekämpfen wollen. Bloß, um zu wissen, dass ich es noch kann. Tier? Wow, was ist hier passiert? Hinter dir! Pass auf! Das war jedenfalls nicht Tier. Schauen wir uns um. Er hat es nicht rausgeschafft.
ein Relikt? Einen Luftzug. Vielleicht gibt es ja einen Ausgang. Noch eine leere Kammer. Ich würde sagen, vielleicht wird es Zeit. Nein, sag's nicht. Wir werden ihn finden. Da, noch eine Tür auf der anderen Seite. Na los! Sauber. Ich glaube, wir sind jetzt höher als bei dem Stopp bei Sindri. Diese Mine ist eine gigantische Spirale.
Was ist los? Warum geht das nicht? Die Kette ist blockiert. Culver! Sie ist jetzt frei. Ich bin bereit. Ich kann da drin was hören. Culver! Eine Statue. Nicht irgendeine Statue. Dieses Steingesicht hing über dem Eingang zur Welt. Erbaut von Dürin dem Großzügigen. Noch ein Drogarlock. Schnell! Culver!
Eine Sackgasse. Wo ist er nur? Atreus, diese Mine wurde aufgegeben. Es ist unwahrscheinlich. Hier ist hier, das weiß ich. Dürlin hat uns zum Eingang der Mine geschickt. Wir müssen nur weitersuchen, bis wir ihn finden. Du sagtest, ich habe das Kommando. Und ich sage, wir suchen weiter. Also hör auf. Sieh dich vor. Ich folge dir, aber ich spreche aus, was ich sehe. Du musst mir nicht zustimmen, aber so musst du nicht mit mir reden. Verstanden. Jawohl. Eine Tür. Die muss es sein. Wir werden sehen. Aber erst müssen wir Flitter zu ihr hinüber. Hin. Such einen anderen Weg. Ich
glaube, hier ist eine Kurbel. Vorhin haben Atreus, hier noch ein Gedankenspiel. Würde jemand wie Tyr, der sein Leben lang kämpfte, sich wirklich beweisen wollen? Beweis. Dann ist eine Spur der Zerstörung. Aber wenn die Spur der Zerstörung ein Haufen Schurken ist, wieso ist es dann wichtig? Du bist stark und hast richtig gehandelt. Krieg ist kein Maßstab für menschliche Stärke. Ich hoffe, das verstehst du irgendwann. Als lässt diese Maschine Erz in den Wasserdruck fallen. Das hat nicht ganz geklappt. Was könnten wir noch machen? Wie kann uns das Einfrieren helfen? Festgefroren. Lässt das Erz das Wasser überlaufen. Muss es sein. Fast geschafft. Ja, sehr gut. Ich komme zur Tür.